أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Ein Fragender fragt nach einer Strafe, die hereinbrechen wird, die für die Ungläubigen unabwendbar ist. Die ist von Allah, der über die Himmelsleiter verfügt. Die Engel und Gabriel steigen zu ihm auf in einem Tage, dessen Ausmaß 50.000 Jahre beträgt. Harre darum schön geduldig aus. Sie meinen, er sei ferne, aber wir sehen, er ist nahe. Am Tage, da der Himmel wie geschmolzenes Metall sein wird und die Berge wie farbige Wollflocken und ein Freund nicht mehr nach einem Freunde fragen wird, werden sie in Sichtweite zueinander gebracht werden. Und der Schuldige würde sich wohl gern loskaufen von der Strafe jenes Tages mit seinen Kindern und seiner Frau und seinem Bruder und seiner Verwandtschaft, die ihn beherbergt hat, und allen, die insgesamt auf Erden sind, wenn es ihn nur retten könnte. Nein, es ist wahrlich die Feuerflamme, die Kopfhaut gänzlich wegbrennt. Den wird sie rufen, der mir den Rücken kehrt und sich von mir abwendet und Reichtum anhäuft und hortet. Wahrlich, der Mensch ist seiner Natur nach kleinmütig erschaffen worden. Wenn ihn ein Unheil trifft, so gerät er in große Panik. Doch wenn ihm etwas Gutes zukommt, ist er geizig. Nicht so sind diejenigen, die beten und die Verrichtung ihrer Gebete einhalten, und die, in deren Vermögen ein bestimmter Anteil ist, für den Bittenden und den Unbemittelten, und die, die an den Tag des Gerichts glauben, und die, die vor der Strafe ihres Herrn besorgt sind. Wahrlich, die Strafe ihres Herrn ist nichts, wovor man sicher sein könnte. Und die, die ihre Scham bewahren, außer bei ihren Gattinnen oder denen, die sie von Rechts wegen besitzen, denn da sind sie nicht zu tadeln. Diejenigen aber, die darüber hinaus etwas suchen, das sind die Übertreter. Und die, die mit dem ihnen anvertrauten Gut redlich umgehen und erfüllen, wozu sie sich verpflichtet haben, und die, die in ihrer Zeugenaussage aufrichtig sind, und die, die ihr Gebet getreulich verrichten, diese sind es, die in den Gärten hoch geehrt sein werden. Was aber ist mit denen, die ungläubig sind, dass sie auf dich zugelaufen kommen von rechts und links in Gruppen? Hofft jeder einzelne von ihnen wohl, den Garten der Wonne zu betreten? Niemals. Sie wissen doch, woraus wir sie erschufen. Aber nein, ich schwöre beim Herrn der Aufgänge und der Untergänge, dass wir imstande sind, bessere als sie an ihre Stelle zu setzen, und keiner kann uns daran hindern. So lass sie nur plaudern und sich vergnügen, bis sie ihren Tag begegnen, der ihnen angedroht wird, dem Tag, an dem sie aus ihren Gräbern eilends hervorkommen, als eilten sie zu ihren Götzenfiguren. Ihre Augen werden niedergeschlagen sein, Schmach wird sie bedecken. Das
ist der Tag, der ihnen angedroht wurde.